Hallo, grüß euch und herzlich willkommen im Babsis Kitchen. Heute mache ich eine saure Essigwurst. Jetzt haben wir 250 Gramm Extrawurst, dann zwei hartgekochte Eier, dann einen roten Zwiebel, eine Knoblauchzehe und dann jetzt zur Dekoration, das macht jeder eigentlich noch belieben, was man daheim hat. Eine Tomate, einen gelben Paprika, einen roten, ein bisschen an Emmentaler Käse habe ich da, eine Maiskolben, ein Essiggurkerl, dann einen Schnittlauch, ein bisschen Vegeta, muss aber nicht sein, dann Salatkräuter, Jausenzwiebel, ein bisschen Zucker, dann ein Estragonsenf, Salz, Pfeffer, Olivenöl oder Sonnenblumenöl, Essig, Apfelessig habe ich da und ein Kürbiskernöl. Ich mache jetzt da für zwei Personen, also zwei Teller. Und das jetzt einfach eine Schichten da. Da kann man so viel, wie jemand gern hat. Und das mein zweiten Teller. Jetzt werde ich den Knoblauch fein hacken. Und jetzt kommt noch der Zwiebel geschnitten. Durchhalbieren. Und dann einfach so dünne Streifen geschnitten. Jetzt wird der Zwiebel einfach drauf verteilt, eben noch Geschmack. Wenn einer gern viel hat oder weniger, ist es jedem selbst überlassen. Nehmen wir gern Zwiebel. Wenn man keinen roten hat, kann man den weißen Zwiebel auch nehmen. Knoblauch gebe ich jetzt da so in ein Gefäß oder in ein Glasl. Da Essig, Apfelessig habe ich da. Und dann, das bleibt da, 30 Olivenöl. Wenn es viel ist, hat man nächsten Tag einfach für einen Salat und einen Kaffeelöffel Zucker. Das einfach verrühren. Den Käse. Schneide in die Maiskolben, dann durch. Jetzt die Essiggurken. Paprika. Und jetzt die Zwiebeln. Dann habe ich da eine Tomate. Jetzt salze ich das Ganze ein bisschen. Das tue ich nicht so viel, weil die Wurst ist ja auch ein bisschen salzig. Nachkommen wir immer noch. Und pfeffern nach Geschmack.
Dann gebe ich noch ein bisschen Salatkraut auf. Dann das Schnittlauch. Auch noch belieben. Jetzt werden die Eier noch geschält. Jetzt habe ich da so einen Eierteiler. Und die kommen auch noch aufgelegt. Da ein bisschen Pfeffer an die Eier. Na, den nochmal umrühren und dann einfach drüber. Jetzt habe ich da noch 100 ml Wasser, das habe ich vergessen unterrühren, aber jetzt schütte ich es einfach da drüber. Besser ist alles zusammen. Und jetzt noch ein bisschen schwarzes Öl, Kürbiskernöl und fertig. So ist es jetzt geworden. Ein Semmel, ein bisschen ein Brot oder ein Kornspitz, was jemand hat. Man kann im Sommer ein bisschen Rucola, ein bisschen Vogelsalat auch garnieren. Also wir zeigen, es ist echt gut. Viele werden es sicher kennen. Und ich wünsche euch ein schönes Nachmachen und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Babsis Kitchen.